Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zur Folge 47 auf der LS19 Ravenport. Immer noch im Johnny Drescher und fleißig am Arbeiten, da wo wir auch aufgehört haben. Ich hoffe, wir werden hier heute fertig mit dem Dreschen. Das ist mein Bestreben. So, dann brauchen wir auch noch ein Thumbnail, wahrscheinlich auch wieder aus dem Drescher. Gucken wir mal. Machen wir mal hier so schön eins. Und so. Wobei, so wäre noch cooler, ne? Jawohl. Auch elegant die Spur gehalten. Perfekt. Na, das läuft ja. So, auch schon wieder gleich voll. Alter Schwede. Dann müssen wir sogar gleich auslernen fahren, den Anhänger. Also kriegen wir ordentlich was hier runter vom Feld. Das erfreut mich, weil 30.000 Liter haben wir dann damit jetzt schon von den beiden Feldern. Und das ist, machen wir lieber jetzt mal eben. Und das ist doch schon mal gar nicht schlecht. Das heißt, wir können mit mindestens 10.000 nochmal rechnen. Ja, also 10.000 auf jeden Fall nochmal. Vielleicht sogar nochmal knappe 20.000 oder. Also 15.000 bis 20.000 Liter kriegen wir nochmal raus. Das ist schon eine Menge. Na, das war zu früh. So. Mal hier wieder rein. Starten den Kollegen. Mach das nochmal ein bisschen leiser, damit es auch nicht übers Mikrofon übertönt. Das ist der Nachteil bei dem Headset, wenn man sowas Billiges kauft. Dass das, was ich hier höre, manchmal auch aufs Mikrofon geht. Obwohl es schon extrem leise ist. So, ja. Neue Folge, neues Sprachthema. Ich habe jetzt am Wochenende die Hopfach fertiggestellt. Also sprich mein Hof und der von der Cashier. Der ist jetzt aufgebaut. Wir haben alle möglichen Hallen, alle möglichen Fahrzeuge, die wir brauchen. Das ein oder andere Fahrzeug habe ich noch nicht geholt, weil wir sie noch nicht benötigen und ein bisschen was brauchen wir auch, um auch noch darauf hinzuarbeiten. Wenn man jetzt halt alles schon holt, irgendwo verliert es dann ja auch seinen Sinn. Wir haben einige Felder gekauft, schon im Vorhinein. Jetzt müssen wir gucken, dass der Anton noch fertig wird mit seinem Hof, dass wir unser Konto, unser Geldkonto quasi auf dem entsprechenden Betrag, mit dem wir starten möchten, zurücksetzen können. Und dann kann das auch losgehen, das Projekt. Da werde ich dann. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich das als Stream-Projekt laufen lasse oder als Videoprojekt. Eigentlich würde ich es gerne einfach nur als Videoprojekt laufen lassen. Da aber dann tatsächlich wohl auch höchstwahrscheinlich nur in Zusammenschnitten. Da muss ich aber nochmal gucken. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Also kann auch sein, dass wir vielleicht ein normales Videoprojekt draus machen. Das dann auch so abläuft wie hier. Da ich halt da oder da würde ich halt quasi dann nur, wenn ich einmal anfange auf der Karte zu spielen, zocken, 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 bis ich keinen Bock mehr habe, so auch das Video aufnehmen und es einfach nur im Nachhinein cutten in 15 Minuten Folgen, sprich es wird dann nicht in jeder Folge eine An- und Abmoderation geben, sondern nur am Anfang und am Ende der Aufnahmesession. Das wäre eine von den beiden Varianten. Des Weiteren habe ich zwei neue Spiele. Ich habe mit Euro Truck Simulator habe ich mir gegönnt. Ja, mein Gott, das kostet auch eine 5 Euro. Habe ich auch im Stream schon ein bisschen angespielt. Ich könnte mir vorstellen,
Mein Gott, wieso fahre ich jetzt hier eigentlich nur eine halbe Spur? Was mache ich? Ich sollte mich auch ein bisschen auf das Arbeiten hier konzentrieren. Da könnte ich mir auch vorstellen, irgendwie Videos zuzubringen, wo wir einfach die Karriere ein bisschen zocken. Denn Multiplayer, ja, was will man da groß Multiplayer? Also gut, klar, im Multiplayer kann man halt auch seine Karriere vorantreiben. Ding ist aber, dass es dafür halt auch extrem viele DLCs gibt und die werde ich mir bestimmt nicht holen, weil ich habe mal geguckt bei Steam, alles zusammen um die 80 Euro, wovon viel einfach nur andere Fahrzeuge sind oder ja, andere Karten, beziehungsweise andere Länder. Da würde ich eventuell vielleicht noch sogar so ja, sagen, ja, das ein oder andere Kartenpack würde ich mir vielleicht sogar noch holen. Aber im Großen und Ganzen würde ich mich einfach nur erstmal Standard auf das Standardspiel konzentrieren, Standardkarriere und da ein paar Videos zu machen. Vielleicht mal gucken, vielleicht kann man das auch. Ja, nee. Wird glaube ich nicht funktionieren. Ich habe jetzt gedacht, vielleicht kann ich das auch in einer Art RP rausbringen. Wird aber glaube ich sehr schwer. Das Spiel eignet sich nicht unbedingt dazu. Muss ich mal gucken, vielleicht kriege ich ja doch irgendwas hin. Ja, ich habe mich ja lange gegen Euro Truck Simulator gewehrt, weil ich dachte, ja, einfach nur blöd durch die Gegend fahren. Und letzten Endes ist es auch wirklich nicht mehr. Man nimmt einen Auftrag an, fährt von A nach B, stellt den Anhänger ab, fertig. Mehr ist es auch nicht. Noch ist es mehr oder weniger unterhaltsam ein wenig. Denke aber, dass sich das auch relativ schnell erledigt hat. Daher würde ich halt, wie gesagt, wenn ich da jetzt noch Folgen zu machen will, das dann jetzt machen, solange die Lust bei mir noch da ist und das auch noch halbwegs interessant ist, das Spiel. Bevor es dann in 2, 3 Wochen durchgelatscht ist, also von meiner Seite aus durchgelatscht ist, weil man, wie gesagt, Spielerlebnis ist da nicht allzu viel. Also es geht jetzt halt nur darum, gucken, Karriere ein bisschen hochtreiben, was kann man dann noch alles machen, wie ist es da, selbstständig zu sein und so weiter. Dementsprechend erwartet euch, wenn da Videos kommen, nicht zu viele Videos. Ich denke nicht, dass wir da an die 100 Stück kommen werden. Gehe ich nicht von aus. Das würde ich aber tatsächlich als ein neues Videoprojekt festhalten. Dann habe ich noch The Forest. Auch sehr geil. Habe ich bislang immer nur geguckt. Jetzt mal selber gespielt und festgestellt, es ist auf jeden Fall ziemlich cool. Auch gar nicht so ultra schwer, wie ich es gedacht habe. Einzige Problem wird halt sein, wenn ich da irgendwo auf Tour gehe, ich verlaufe mich auf jeden Fall. Wenn ich in irgendeine Höhle reingehe, ich komme aus dieser Höhle nie wieder raus. Heißt, Forest würde ich gerne ausschließlich eigentlich am liebsten im Multiplayer zocken. Da werde ich mal mit jemandem sprechen, mit dem ich es auch im Stream als Multiplayer angezockt habe, ob er eventuell Interesse daran hätte, das Ganze mit mir durchzuziehen. Dann würden auch dazu Videos kommen. Das muss ich aber noch abklären. Ansonsten muss ich mal gucken, ob ich irgendwo sonst jemand anders finde, der Forest begeistert ist und Bock hätte, an Aufnahmen mitzuwirken, das Ganze mit mir durchzuziehen. Und einfach gucken, wie weit man dann da kommt, was man da erlebt. Denk mal, da ist sehr viel offen. Ja. Das zu den Videosachen. PC-Building-Simulator schwebt mir auch immer noch im Kopf rum, ob ich das nochmal bringe. Es kam beim ersten Mal, wo ich die Videos gemacht habe, schon gar nicht so geil an. Kann ich auch irgendwo teilweise verstehen, weil auch das sehr eintönig ist auf eine Art und Weise. Es auch schon gar nicht mehr so neu ist und ziemlich viel auch schon gebracht wurde auf YouTube. Nur sind da jetzt sehr viele Updates gekommen. Es sind neue Aufträge, die sind komplett umgestaltet. Was heißt komplett umgestaltet? Aber halt, man muss da zwischen den Zeilen lesen, weil sie auch eventuell noch andere Wünsche haben oder andere Anliegen, was halt nicht in der klaren Detaillierung drin steht. Ja, es macht eigentlich nochmal wieder richtig Bock. Ich habe, wie gesagt, auch viel schon alleine gezockt. Würde ich auch nochmal machen wollen. Nur jetzt alle auf einmal geht sowieso nicht, weil dann müsste ich jeden Tag irgendwie aufnehmen. Wobei auch da, also ganz klar ist,
Ich würde maximal 2 Videos am Tag bringen und das aber dann auch nicht jeden Tag. Also wenn ich mich dafür entscheide, also Ravenport jeden Tag, dann würde ich vielleicht sagen, also wenn wir jetzt noch Euro Truck Simulator mit anfangen und sagen wir Forest kommt noch oder PC Building Simulator, dann würden sich die anderen beiden Games auf jeden Fall abwechseln. Wobei auch da wird es wahrscheinlich schon sehr viel. Könnte dann halt auch einfach sein, dass ich. Ja, obwohl Ravenport täglich müsste eigentlich funktionieren mit einem täglichen anderen Spiel, wenn die sich dann abwechseln, dass wir wirklich maximal 2 Videos am Tag haben. Müsste ich von der Zeit schaffen. Also sollte eigentlich. Es kann halt immer anders kommen, als man denkt. Das steht mal fest. Aber ich denke mal, ich werde es versuchen, weil jetzt bei 3 Videoprojekten jeden Tag nur ein Video ist, glaube ich, sehr mau. Dann wartet man halt immer ewig lange auf eine Fortsetzung. Man kommt auch nicht wirklich weit in den Videos, ne? Wenn dann jetzt hier die Ravenport nur noch zweimal in der Woche kommt, weil noch 2 weitere Videos laufen, ja. Wo wollen wir dann hin? Wie lange soll ich die Ravenport zocken, bis wir hier was erreicht haben, ne? Vor allem ist es dann auch für mich, dann kann ich ja nur 2 Folgen in der Woche aufnehmen. Das ist hinsetzen, erste Folge völlig verplant sein, zweite Folge drin, aber schon wieder fertig. Das macht dann ja halt keinen Sinn. Also von daher, LS würde ich tatsächlich versuchen, dass es weiterhin täglich läuft. Und dann wird es auch höchstwahrscheinlich ab Februar, vielleicht auch schon vorher, vielleicht auch ein bisschen später, wird es auf jeden Fall aufhören, dass ich hier auf YouTube streame. Denn es ist halt irgendwie verdammt schwer, wenn man einen Stream macht. Da ich sie halt nebenbei nicht aufnehme. Im Moment jedenfalls nicht mehr. Was ich dann aber machen würde, die Streams irgendwie hier bei YouTube vernünftig einzukategorisieren. Wenn ich einen Stream anfange mit der Überschrift Nordfriesische Marsch Community, zocke aber vorher noch irgendwas anderes, dann kommt Nordfriesische Marsch Community, dann kommt wieder irgendwas anderes und dann vielleicht noch irgendwas anderes LS oder wie auch immer, oder es fällt dann auch einfach aus. Jetzt ist dieser Stream gestartet mit LS19 Community. Klar kann ich den Titel nochmal ändern, ich kann aber halt das nicht irgendwie rausschneiden, nur diesen Teil, den ich dann eigentlich bereitstellen wollen würde. Daher würde ich nur noch auf Twitch streamen, das Ganze aufnehmen und dann auf YouTube hochladen, weil, oh, anhalten, weil YouTube jetzt dann letzten Endes auch nur noch meine Videoplattform sein soll. Ich streame halt einfach wirklich lieber auf Twitch. Es ist die definitiv bessere Plattform dazu. So, jetzt müssen wir erstmal leer machen fahren. Sonst kriegen wir da nichts mehr rein. Also, und für alle, ja, die bislang jetzt immer auf YouTube zugeschaut haben, wenn ihr einen Twitch-Kanal habt, dann ab demnächst, also ich sage es jetzt auch schon mal frühzeitig, ich werde es auch hoffentlich noch ein paar Mal erwähnen und weitestgehend auch überall anders dann ankündigen, dass es demnächst so sein wird, dann halt bitte alle auf Twitch. Wer keinen Twitch-Account hat und bereit ist, sich anzumachen, ja, der macht es bitte, und wer sagt, nö, wenn du nicht auf YouTube streamst, dann gucke ich halt nicht. Dann ist das so. Da kann ich mit leben. Ist halt nicht so, dass ich jetzt auf YouTube keine Zuschauer hatte. Oft sogar mehr als auf Twitch. Aber ich persönlich möchte nur noch auf Twitch streamen. Das ist halt mein Anliegen, mein Ansporn. Twitch bietet letzten Endes auch einfach mehr den Zuschauern. Und daher, also man kann da besser mit seiner Community agieren. Und daher möchte ich es auch genauso machen. Ja. So, dann kippen wir den Lumpenmist hier nochmal aus. Wäre schöner gewesen. Ja gut, was heißt, wäre schöner gewesen, wenn ich es nicht hätte auskippen müssen. Aber ja, dann hätten wir gleich so, wie wir waren, verkaufen fahren können. Natürlich ist es schöner, wenn wir noch mehr ernten können. Ist ja im Nachhinein mehr Geld.
Müssen wir halt ein paar Mal öfter fahren jetzt. Zumal wahrscheinlich, ich hätte ja eigentlich auch da mit ihm zum Hafen fahren können, höchstwahrscheinlich, und das kurz da verticken. Aber dann würden wir die Folge wieder komplett sprengen. Das will ich auch nicht. So, wie viel haben wir noch? Aber viel ist es nicht mehr. So, also die 10.000 haben wir jetzt immer und ich schätze mal, ein halber Drescher steht hier jetzt wahrscheinlich auch noch. Dann kommen wir mit den 15.000 ja relativ gut hin. Ja, ich würde dann gleich jetzt den Rest hier einfach offscreen schnell fertig machen. Die paar Bahnen. Wir sind jetzt schon ja bei 15 Minuten angekommen. Bis ich gleich fertig gelabert habe, sind wir bei 16 oder 17 Minuten. Also von daher, wie gesagt, das mit Twitch und YouTube und so weiter, wie es genau abläuft. Falsche Fahrzeug. Das hätte ich gerne. Wie das dann genau abläuft, da kommen auf jeden Fall nochmal Infos zu. Ich werde wahrscheinlich auch ein Infovideo mal dazu machen, damit es auch wirklich alle mitbekommen. Aber es ist auch noch nicht, steht noch nicht 100% fest, aber höchstwahrscheinlich ab Februar wird das dann so sein, dass ab Februar mein erster Stream dann nur noch auf Twitch sein wird. Ja, dann vielen Dank, dass ihr wieder dabei gewesen seid, dass ich euch voll labern durfte und ihr euch mein Video angeguckt habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne ein Däumchen da. Wünsche euch einen schönen Tag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, reingehauen.